Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich weiter über Kapitel 17 Evangelium Matthäus sprechen. Ja, jetzt ist das ein besonderer Vorfall. Vor Jesu kommt ein Mensch, fällt vor ihm nieder und sagt, heile meinen Sohn, der leidet schrecklich. Und ich lese die ganze Geschichte jetzt, wie es hier steht. Und als sie zu dem Volk kamen, trat zu ihm ein Mensch und fiel ihm zu Füßen und sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und hat ein schweres Leiden. Er fällt oft ins Feuer und ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber dann sprach, O du ungläubige und verkehrte Art, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch dulden? Bring mir ihn hierher. Und Jesus bedrohte ihn. Und der Teufel fuhr aus von ihm. Und der Knabe ward gesund zu derselben Stunde. Da traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, so ihr Glauben hättet wie Senfkorn, so möcht ihr sagen zu diesem Berge, hebe dich von hier weg, geh dorthin, und er wird weggehen. Denn bei Gott ist es nichts Unmögliches. Aber diese Art fährt nicht aus, denn durch Beten und durchs Fasten. Ja, ganz interessante Gelegenheit, dieser Vater kommt zu Jesus. Aber bevor war er bei den Jüngern. Er hat schon alles richtig getan, zu den Jüngern gegangen und die konnten nicht helfen. Interessant, dass die Jünger haben es Jesus nicht gesagt. Jesus, es ist bei uns passiert, da kam jemand, wir konnten ihm nicht helfen. Hilf und erklär uns, die haben es nicht gesagt. Aber jetzt waren sie gezwungen zu sagen, ja, es ist schön, der war bei uns wirklich, wir konnten ihm nicht helfen. Warum nicht so? Warum konnten wir es nicht tun, Jesus? Und Jesus war auch irgendwie über die ganze Situation, die hat ihn so ein bisschen geärgert. Er sagt, wie lange muss ich noch unter diesem ungläubigen Geschlecht hier sein? Warum ist es so? Wie lange soll ich noch dulden? Und was dahinter steckt, weiß ich jetzt nicht, von wo jetzt dieser Junge war so besessen von dem Teufel. Gab es da große Sünden, was da alles war? Oder auch, dass die Jünger hier nicht rechtzeitig zu ihm gekommen sind. Und fragt, ja, wir wollen ja tun, wir mussten tun, aber wir konnten nicht. Jesus, du bist ja bei uns. Etwas hatte aber Jesus hier schwer so auf der Seele. Und er sagte dann, letztendlich hat er verboten diesem Geist. Und dann sagte er also, geh raus von diesem Junge, hat befohlen. Und dann wurde auch der Junge heil. Ganz interessant, jedes Mal, jede Heilung ist ganz anders. Und doch ist es jetzt interessant, wo die Jünger fragen, ja, wie, warum ist es passiert, dass wir ihn nicht heilen konnten? Und da sagt Jesus, wegen eures Unglaubens. Und sagt, wenn ihr Glauben hättet, wie Senfkorn, da könnt ihr diesem Berg sagen, dann wird er dieser Berg von hier auch weichen. Jeder Berg aus unserem Leben, jedes Problem wird weichen, weil für Gott ist nichts Unmögliches. Ja, dann frage ich mich, haben die Jünger wirklich gar keinen Glauben? Die jetzt mit dir vom Berg der Verklärung waren, die haben ja jetzt Jesus gesehen. Die haben es auch schon bei der Taufe gehört, die Stimme Gottes, das ist mein geliebter Sohn, in ihm ist mein Wohlgefallen. Die haben gesehen, wie Gott geheilt hat, wie viel, wie wunderbar. Die haben schon geglaubt, aber es hat nicht ausgereicht. Es hat nicht ausgereicht. Und dann sagt Jesus hier, ja, Glaube muss stärker werden. Und ich denke jetzt, wo sie gerade von dem Berg der Verklärung gekommen sind, und dort haben sie Jesus gesehen, den verklärten Jesus, es hat ihnen schon auch viel Kraft gegeben. Aber in dem Moment, wie sollen wir gehen? Wir sollen zu Jesus kommen. Und ich denke, das Schöne ist, wenn ich denke an diesen Mann, der seinen Sohn gebracht hat, wir können gleich zu Jesus kommen. Jesus ist unser Hohepriester. Ja, wir können Prediger bitten, beten für uns oder Hände auflegen, salben und so, die Ältesten der Gemeinde, so wie es in der Bibel steht. Und trotzdem, wir können auch zu Jesu direkt kommen, immer mit jeder Krankheit. Für ihn ist kein Ding unmöglich. Aber dazu brauche ich diesen Glauben, dass Jesus alleine kann helfen. Er wird es tun. Und es ist auch eine besondere Situation, wenn wir kommen. Ja, der Herr gibt uns die Eindrücke, wenn er dieses Mal nicht es machen wird, aus irgendwelchen Gründen, gibt er uns schon diese Eindrücke. Dass wir werden beten und sagen, Herr, dein Wille geschehe.
Oder dass wir trotzdem hier anhalten werden und weiterhin beten, weiterhin bitten, Herr, ich will diesen Glauben haben, diesen starken Glauben, von dem du sprichst, dass jeder Berg aus dem Leben verschwinden soll. Ja, wir sollen uns in dem Glauben üben auch, so wie es möglich ist und immer wieder Jesus mit dir. Und wenn es nicht klappt, dass wir doch diese Nähe Gottes verspüren, diesen Glauben, Jesus. Immer wieder, ich glaube, Jesus, denn du bist für mich gestorben. Ja, manchmal ist es immer wichtig, neu und neu. Und was machen? Auch fasten. Es war eine besondere Schwierigkeit. Es waren andere Fälle, die sind leichter weggegangen. Und hier geht es um einen besonderen Teufel, der in diesem Junge war. Und dann heißt es, wir müssen fasten. Wir müssen beten, anhalten, flehen, weiterhin kommen. Herr Jesus, zeig mir, warum, vielleicht muss ich was in meinem Leben verändern. Segne mich, gib diesen Glauben, Jesus. Ich weiß, du kannst machen. Helf, dass ich auch in deinem Glauben handle. Danke, Jesus. Amen.